Ich finde, hier in dieser Produktivitätsnische auf YouTube kommt es immer so rüber, als müsste man alles schaffen und so viel wie möglich schaffen, was ich auch erstmal an sich gar nicht verneinen würde. Aber es ist wichtig daran zu denken, dass du immer, wenn du zu einer Sache Ja sagst, du zu einer anderen Sache Nein sagst. Und da kommt die Not-To-Do-Liste ins Spiel. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Lara Emily und auf meinem Kanal rede ich über Themen wie Produktivität, Organisation, aber auch Nachhaltigkeit und Minimalismus und Veganismus. Und heute geht es um das Thema Time-Management und Produktivität. Und ich möchte dir heute 4 Methoden vorstellen, wie du deine Zeit effizienter nutzen kannst. Also viel Spaß bei dem heutigen Video. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls dich diese Themen interessieren. Wie gerade schon im Intro so ein bisschen angeteasert, geht es im ersten Punkt um die Not-To-Do-Liste. Also eine Liste mit Dingen, die du nicht machen sollst oder nicht machen möchtest. Und das ist so ein bisschen das Gegenstück zu der normalen To-Do-Liste. Und meine Motivation hierbei ist einfach dieser Spruch, also immer wenn du zu einer Sache Ja sagst, sagst du einer anderen Sache Nein. Stell dir mal vor, du lernst gerade und bist voll in dem Flow drin und machst dann eine kleine Pause und in dieser Pause gehst du, sagen wir mal, auf TikTok und bleibst dann aber leider auf TikTok 2 Stunden lang und in diesem Moment sagst du dann Ja zu TikTok und gleichzeitig sagst du dann Nein zu dem Weiterlernen. Also immer wenn du zu einer Sache Ja sagst, sagst du auch Nein zu einer anderen Sache. Und oftmals kommt es vor, dass dieses Ja-Sagen zu einer Sache eine Sache ist, die vielleicht nicht so wichtig ist für uns in dem Moment und das Nein-Sagen dann zu einer Sache ist, die eventuell wichtig ist für uns. Und ich persönlich finde es deswegen einfach notwendig, am Anfang des Tages zu überlegen, was möchte ich schaffen, was tut mir gut, was ist für mich wichtig und was ist für mich in diesem Tag nicht so wichtig. Und deswegen schreibe ich jetzt seit ein paar Tagen eine Not-To-Do-Liste jeden Morgen und schreibe Dinge auf, die ich an dem Tag nicht erledigen möchte. Das klingt vielleicht am Anfang ein bisschen komisch und vielleicht denkst du dir jetzt auch, okay, das ist aber wirklich einfach, dann diese To-Do-Liste abzuhaken, da man ja da nur die Sachen drauf hat, die man nicht machen muss. Aber teilweise ist es gar nicht so einfach, da es oft auch Dinge sind, die ich vielleicht gerne mache, würde, aber erst andere Sachen als Priorität ansehe und die dann zuerst machen muss. Beispielsweise kannst du darauf schreiben, nicht auf Netflix gehen vor 17 Uhr oder so. Also du musst es ja gar nicht komplett verbannen aus deinem Leben, aber dir eventuell einfach ein bestimmtes Zeitlimit setzen oder so. Der zweite Punkt ist die 2-Minuten-Regel und die habe ich aus dem Buch Getting Things Done. Und diese Regel sagt einfach aus, dass wenn du eine Aufgabe hast, die kürzer als 2 Minuten dauert, du diese sofort machen sollst. Beispielsweise, wenn du eine E-Mail bekommst und diese E-Mail antworten musst, aber diese Antwort weniger als 2 Minuten dauert, solltest du das sofort machen und es nicht irgendwie aufschieben. Und ich probiere diese Methode auch in meinem Leben anzuwenden und finde diese Methode auch wirklich hilfreich, denn ich merke oft, wenn ich diese Sachen, die eigentlich so kurz nur dauern und so wenig Mühe benötigen, wenn ich diese dann aufschiebe, ist diese Hürde, diese Aufgabe dann irgendwann zu machen, viel größer, als wenn ich das einfach sofort mache, wenn ich diese Aufgabe gerade bekomme. Klar, das geht bei größeren Aufgaben natürlich nicht, also wenn Sachen irgendwie 5 Stunden dauern, kann ich das natürlich nicht sofort einfach jetzt mal kurz machen, aber diese 2 Minuten sind wirklich so kurz und so wenig, dass man diese 2 Minuten einfach immer irgendwie hat und das jetzt machen in dem Moment viel einfacher ist, als das Aufschieben und dann eventuell prokrastinieren in der Zukunft und so weiter. Du kannst es ja auch anwenden als 5-Minuten-Regel oder als 10-Minuten-Regel, wenn eventuell kommt noch an, was du in deinem Leben momentan so integrieren kannst. Aber ich persönlich finde diese 2 Minuten einfach ein ziemlich gutes Ziel und ja, ein ziemlich guter Rahmen für Aufgaben. Und wie gesagt, ich habe diese Methode aus dem Buch Getting Things Done. Und dieses Buch verlinke ich auf jeden Fall noch mal in der Infobox. Und by the way, falls du weitere Buchtipps von mir haben möchtest, kannst du dir auch sehr gerne mal die folgenden Videos hier angucken. Denn ich habe dazu auch schon mal Videos gemacht und habe euch da meine Lieblingsbücher vorgestellt oder Bücher, die ich noch lesen möchte oder auch schon gelesen habe. Also guck dir doch mal sehr gerne vorbei, falls dich das Ganze interessiert. Die dritte Methode nennt sich Time Batching und darüber habe ich auch gleich schon mal geredet oder sogar schon mehrmals geredet. Und diese Batching-Methode habe ich aus dem Buch Die 4-Stunden-Woche. Aber ich glaube, dass diese Methode nicht wirklich aus diesem Buch stammt, sondern dass diese Methode schon länger da war auf der Welt, da ich diese Methode schon öfter gehört habe und ich auch immer im Zusammenhang mit dem Buch, also ich denke mal, dass diese Methode wirklich sehr bekannt ist und nicht ursprünglich aus diesem Buch kommt, aber ich habe sie da halt gelesen, deswegen ja, kurz hier die Referenz. Okay, aber was bedeutet Time-Batching eigentlich? Nehmen wir mal an, über den Tag kommen dir ganz viele E-Mails rein. Du könntest natürlich die E-Mails jedes Mal, wenn sie reinkommen, beantworten sofort und direkt bearbeiten. Das würde aber ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen und du würdest nur Aufgaben unterbrechen, um diese E-Mails zu beantworten. Und was da viel schlauer ist, ist, wenn du das Ganze zusammen batchst und diese E-Mails einmal am Abend oder am Morgen, wie auch immer, bearbeitest und das Ganze wirklich zusammenbatchst. Ich weiß gar nicht, wie man das so besser sagt, als zusammenbatchen, zusammenfassen und in einen Aufgabenbereich schaffen. Oder nehmen wir mal mich persönlich als Beispiel und meine YouTube-Videos. Denn ich filme meine YouTube-Videos immer alle am Samstag und mache das immer so in einem Durchlauf direkt. Durchlauf, was ist das für ein Wort? Dann sagen wir mal, ich würde jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag ein Video filmen. Wäre das Ganze irgendwie zu aufwendig für mich, da ich immer neu meine Kamera aufbauen muss, mich neu fertig machen muss,
neu erst in diesen Flow reinkommen muss mit dem Sprechen zu der Kamera. Aber wenn ich das Ganze hintereinander mache und diese Aufgaben so batche, ist das Ganze viel einfacher für mich persönlich. Damit spart man auch eine Menge Zeit, deswegen ist meine dritte Methode für euch auf jeden Fall Time Batching. Und die vierte Methode ist Time Tracking, was ich auch schon öfter mal hier angesprochen habe auf meinem Kanal, da ich persönlich ein großer Fan von Time Tracking bin. Und beim Time Tracking geht es darum, deine Zeit zu tracken, deine Zeit zu messen und zu analysieren. Ich persönlich habe dafür eine App und dort tracke ich meine Zeit. Das heißt, ich drücke immer auf einen Timer, der im Hintergrund immer läuft, und diese App trackt dann meine Aktivitäten, die ich den Tag über mache. Und dann gucke ich immer am Ende der Woche oder am Ende des Monats, wofür ich meine Zeit verwendet habe, was ich gemacht habe, wie lange ich es gemacht habe und so weiter. Und diese Analysen helfen mir einfach sehr zu gucken, was ich vielleicht noch verbessern kann, wo ich weniger Zeit reinstecken sollte, wo ich mehr Zeit reinstecken sollte, wo ich Aufgaben zusammenbatchen kann, welche Sachen ich vielleicht gar nicht machen muss, weil sie irgendwie nicht so relevant sind, aber ziemlich viel Zeit beanspruchen und so weiter. Also diese Analysen helfen mir wirklich sehr zu gucken, wie ich wirklich das Ganze noch optimieren kann und meine Zeit irgendwie besser nutzen kann. Und falls du noch mehr über das Thema Time-Tracking wissen möchtest, kann ich dir sehr dieses Video hier empfehlen. Denn ich habe mal ein ganzes Video gemacht, es geht glaube ich 15 Minuten oder so, nur über Time-Tracking. Ich habe da alles ganz bis ins Detail erklärt, wie ich das mache, wie oft ich das mache, mit welcher App ich das mache, was ich mit Analysen mache und so weiter. Denn das Ganze wäre für dieses kleine Video hier jetzt ein bisschen zu umfangreich. Aber viel Spaß beim Gucken von diesem Video dann. Falls dir dieses Video hier gefallen hat, könnten dir auch noch diese Videos hier gefallen. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls dir mein Content gefällt und du mehr davon sehen möchtest. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns sehr bald auch mal hier wiedersehen. Also vielen Dank fürs Zugucken und dann bis sehr bald hoffentlich mal wieder. Tschüss!